Wo sehen Sie im Moment die größten Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland und vor allem in Bayern? Die größten Gefahren sind zweifellos die Extremisten. Rechtsextremisten, Neonazis, aber genauso auch islamistische Extremisten, fanatische Muslime, aber auch Linksextremisten. Das schwankt zum Teil von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, aber insgesamt haben wir den ganzen Bereich des Extremismus nach wie vor große Gefahren. Nicht nur terroristische, sondern auch solche, die ganz einfach versuchen, diese ganze Gesellschaft umzukrempeln, die Demokratie beseitigen wollen, die fanatische Ideologien haben, die voller Intoleranz sind gegenüber Andersdenkenden. Und dagegen müssen wir uns wehren. Was kann politische Bildung hier bewirken? Wichtig ist, dass politische Bildung zunächst gerade der jungen Generation in unserem Land nahebringt, wie wertvoll Demokratie, wie wertvoll Rechtsstaat ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Fehler gemacht werden, auch in einer rechtsstaatlichen Demokratie, aber dass mit Sicherheit alle anderen Herrschaftssysteme auf der Welt mit Sicherheit wesentlich schlechter sind und vor allen Dingen weniger Freiheit für den Menschen bedeuten. Und das den Menschen, den jungen Menschen nahezubringen und sie gleichzeitig zu aktiven demokratischen Mitbürgern zu machen, dass Demokratie davon lebt, dass man selber mitmacht, dass man seine Meinung einbringt, dass man auch Kritik übt, aber nicht bloß zuschaut oder nicht nur meckert oder schimpft, sondern sich einbringt und für seine Überzeugungen kämpft. Können Sie uns erklären, welche Aufgaben ein Innenminister in Bayern hat? Denn viele Dinge sind durch den Bund oder durch die EU geregelt und für viele Bereiche gibt es andere Minister wie für Verkehr, Bildung oder Landwirtschaft. Das Bayerische Innenministerium, über 200 Jahre alt, ist ein Bereich mit vielen, vielen Zuständigkeiten. Am wichtigsten ist natürlich in der Öffentlichkeit immer das Thema der Sicherheit. Der Bayerische Innenminister ist der Chef von rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bayerischen Polizei. Wir leben in Bayern Gott sei Dank sicherer als in anderen Teilen Deutschlands und Europas. Das ist ein Ergebnis einer erfolgreichen Sicherheitsarbeit, einer guten Arbeit der Polizei. Dazu gehören dann die Zuständigkeiten für Feuerwehr, für Rettungswesen. Der Innenminister ist der Kommunalminister, die Aufsicht, die Partnerschaft mit allen Kommunen in Bayern. Wir sind natürlich auch für Wahlen und Ausländerwesen, für Ausweise, Pässe und dergleichen mehr zuständig. Und dann kommt noch der ganz andere große Bereich dazu. Auch seit 150 Jahren gehört in Bayern zum Innenministerium auch die oberste Baubehörde. Das heißt, der Innenminister ist in Bayern auch Bauminister und hat da nochmal etwa 11.000 Mitarbeiter im Hochbau und Tiefbau. Wir bauen auch im Auftrag des Bundes zum Beispiel die Autobahnen und Bundesstraßen in Bayern. Wir bauen für die Bundeswehr Kasernen, wir bauen für den Freistaat die Hochschulen oder aber auch da mal ein Finanzamt oder eine Polizeidienststelle. Also insgesamt ein wirklich breites Spektrum.